So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zu meinem nächsten Projekt, The Nightfall. Warum dieses Spiel? Ich habe gemerkt, dass ich in der letzten Zeit ein bisschen viel RPG-lastiges Zeug auf meinem Kanal gebracht habe. Elex, Skyrim und ich habe gedacht, ich habe mal wieder Bock auf ein Horror-Game. Und außerdem könnt ihr dann natürlich, die Musik ist gerade ein bisschen laut, außerdem könnt ihr dann natürlich meine erschrockene Hackfresse in der wunderschönen Facecam sehen, wenn ich mich voll kacke. Ich bin, muss ich zugeben, relativ schreckhaft, was so Spiele betrifft. Könnt ihr euch mal die anderen Spiele von mir angucken, also die Horror Games, die ich gespielt habe. Ich kann euch die ja mal in die Infobox packen. Und genau, würde ich fast schon vorschlagen, dass wir langsam, aber sicher uns mal in das Spiel reinbegeben, um zu gucken, wie das uns so gefällt. Ich würde gerade noch die Grafik ein bisschen aufpushen. So, machen wir hier Schatten auch auf hoch, Sprache Deutsch, Lautsprecher. Ist alles gut, das wollen wir so haben. Tipptopp, Mausempfindlichkeit, das passt. Perfekt. Okay, The Nightfall, ein Horror-Game. Ich weiß nicht wirklich viel, um was es da geht. Ich habe das auf Steam entdeckt wieder mal. Ich stöbe halt ab und zu immer so neuere Games durch. Das ist, glaube ich, jetzt gerade im Januar 18 rausgekommen. Und ja, ich habe gedacht, ich zock's einfach mal, ne? Wäre mal was anderes und schön hier bei mir um 2 Uhr nachts jetzt mal ein Horror-Game zusammen mit euch zocken. Fangen wir an. Hey Schatz, du scheinst noch unterwegs zu sein. Wenn du die Nachricht abhörst, bist du hoffentlich gut in unserem neuen Zuhause angekommen. Das meiste von unseren Möbeln sollte bereits an seinem Platz sein. Und um den Rest kümmern wir uns dann, sobald wir auch da sind. Die Kinder und ich können es kaum erwarten, dich morgen wiederzusehen. Ich hole die Kinder morgen direkt von der Schule ab und dann sind wir etwa 4 Stunden später bei dir. Ich hoffe, du bist nicht zu nervös wegen morgen und kannst diese Nacht gut schlafen. Ich versuche dich später nochmal anzurufen, um dir noch viel Glück für deinen ersten Arbeitstag morgen zu wünschen. Die Kinder und ich freuen uns schon auf morgen. Bis später, wir lieben dich. Okay, also wir sind auf jeden Fall alleine in dem Haus und wie es aussieht, haben wir eine weibliche Protagonistin. Mehr wissen wir bis jetzt noch nicht, nur dass unser Mann und unsere Kinder morgen erst nach Hause kommen. Genau. Kommt da noch irgendwas? Es ist einfach stehen geblieben. Hallo. Au, jetzt geht's los. Sehr gut, ich dachte jetzt schon. Also, es ist 20 Uhr, noch 10 Stunden bis Tagesanbruch. Willkommen im Spiel The Nightfall. Kommt noch was? Benutze die Tasten WASD, um dich zu bewegen und die Maus, um dich umzusehen. Das funktioniert schon mal. Mit der Umschalttaste kannst du sprinten. Funktioniert auch. Drücke E, um Gegenstände aufzunehmen und sie zu benutzen. Ich tue schnell die Mausempfindlichkeit doch noch ein klein wenig runter. Das ist gut. Mit E kann ich interagieren also. Das Licht an- und ausschalten. Ey, ich seh doch jetzt schon, der Kronleuchter, der wird sicher noch irgendwie runterfallen oder irgend sowas. Oh, wir haben einen Schatten. Okay. Wir sind also alleine in dem Haus. Es ist Nacht. Können wir rausgehen? Ist verschlossen. Und wir als Eigentümer haben natürlich keinen Schlüssel dabei. Okay. Sollen wir mal ein bisschen hier die Lichter anschalten in dem Haus, weil ich will ja auf Nummer sicher gehen. Was müssen wir denn jetzt als nächstes machen? Wir sehen, wir sind hier frisch eingezogen. Hier sind noch unsere Möbel und eine Hundezeitschrift. Keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. Wir haben auf jeden Fall den Schlüssel jetzt. Das ist sehr, sehr schön. Okay. Was wir genau machen müssen, wird uns noch nicht erklärt. Kommen wir mit dem Schlüssel jetzt raus? Nee. Oder können wir den nehmen? In die Hand nehmen irgendwie? Auch nicht wirklich. Wird auf jeden Fall nicht gezeigt, wie. Hey Schatz,
Du scheinst noch unterwegs zu sein. Das kennen wir ja schon. Wenn du die Nachricht abhörst, bist du hoffentlich gut in unserem neuen Zuhause angekommen. Das meiste von unseren Möbeln sollte bereits an seinem Platz sein. Und um den Rest kümmern wir uns dann, sobald wir auch da sind. Nein, nicht das Licht ausmachen. Okay. Oh, ein Spiegel. Spiegel ist nie gut. Ich weiß halt aber auch noch nicht, was wir hier machen müssen. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen um. Ist das überhaupt ein Spiegel? Doch, das ist schon ein Spiegel, oder? Ist gerade ein bisschen komisch. Hä? Die Liege sieht so richtig aus wie von einem Psychiater. Vielleicht arbeiten wir als Psychiaterin oder unser guter alter Mann. Hat die einen Haufen Bücher. Alles so alte Wälzer. Okay. Das Fenster können wir aufmachen. Ist das eine gute Idee? Nee. Man weiß nie, was von draußen reinkommen kann. Okay. Aber auf jeden Fall alle Lichter mal anmachen. Okay, wir haben einen Schlüssel. Wir müssen herausfinden, was wir mit diesem Schlüssel machen können. Oh, ich hasse so lange Flure. Nee, mach das Licht wieder an. Bist du dumm? Ist ja wieder mal typisch, dass die... Journal. Dass die Lichter... Halte die rechte Maustaste gedrückt, um das Inventar aufzurufen und bewege die Maus, um Gegenstände... jetzt verstehe ich das. Hä? Aber... Wir hören einen Hund. Wir können eine Mikrowelle anschalten. Kann man die auch wieder ausschalten? Nee. Okay. Was haben wir denn noch hier? Ein Toaster. Kaffeemaschine? Ja, der gute alte Kühlschrank. Kennt ihr die Szene in den Horrorfilmen? Man macht die Kühlschranktür zu und dann steht einer hinter der Tür. Wieso können wir bitte Eier nehmen? Jetzt verstehe ich. Und das oben links ist gerade das, was wir in der Hand haben. Sozusagen. Okay, machen wir die Tür wieder zu. Eine Bratpfanne. Okay. Was haben wir denn hier? Kerzen kannst du im Kerzenleuchter einsetzen. Okay. Und hier haben wir nichts mehr. Kaffeemaschine. Die kann man auch aufmachen. Also man kann relativ viel machen hier. Ich weiß auch nicht, was unsere Aufgabe jetzt hier ist. Müssen wir die Nacht irgendwie überleben oder? Du kannst aber auch fast alles aufmachen hier, ne? Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn das nicht gehen würde. Ein paar Cornflakes. Okay. Wie gesagt, alle Lichter mal anlassen. Oh, hier haben wir noch einen Müllschlucker. Nee. Gut, okay. Dann gehen wir mal weiter. Mann. Ins Bad. Oh, hier haben wir einen Spiegel. Also gut, man sieht sich auf jeden Fall selber nicht. Ich habe gar kein Spiegelbild. Entweder bin ich ein Vampir oder die Performance der Engine hat es einfach nicht hergegeben. Das ist ja cool, okay. So kann man sich natürlich auch drüber lustig machen, dass man kein Spiegelbild hat. Okay. Hier haben wir Batterien. Du brauchst zunächst eine Taschenlampe. Vielleicht ist hier ja eine irgendwo. Zahnbürste? Nee. Da ist auch nichts. Und da ist auch nichts. Na. Das hätte ich mal sauber gemacht, Leute. Und auch die Dusche sieht aus, als wäre hier einer umgebracht worden.
Ja, Hauptsache Fibre ist hier drinnen, ne? Ne, Brise. Brise. Okay, wir müssen weiter. Wir müssen ja erstmal hier ein bisschen was erforschen. Haben wir hier irgendwie... Haben wir hier irgendwie eine Uhrzeit oder irgend so? Ne, haben wir nicht, gell? Ah, dafür war der Schlüssel gedacht. Kommen wir in den Garten. Okay, aber ohne Taschen... scheint wohl kurz vor Neujahr zu sein oder so. Auf jeden Fall sind sie vorbereitet. Öl kann man die auch anzünden. Ich benötige Streichhölzer, wenn ich das anzünden möchte. Okay. Ich kann mir jetzt richtig vorstellen, dass gleich da oben irgendwo einer am Fenster steht. Aber scheint nicht so zu sein. Oh, was haben wir hier? Wir haben wieder Kerzen gefunden. Okay. Diese Tür ist verschlossen. Ja, Mädchen, du bist doch in das Haus hier eingezogen. Kann ja nicht... Was ist eigentlich mit der Lampe da oben? Ich benötige Streichhölzer, wenn ich das anzünde. Ah, das ist eine Kerze, okay. Du bist in das Haus hier eingezogen. Kann ja nicht sein, dass du keinen Schlüssel hast. Von den Türen. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Mann, das Problem ist halt auch wirklich... dass man noch nicht so wirklich weiß, was man machen soll. Okay, wir sind im Schlafzimmer. Wie viel Uhr haben wir es denn? Jetzt wissen wir wenigstens eine Uhrzeit. Ah ne, der Wecker ist nicht eingestellt. Machen wir das Licht an hier. Überall die Lichter anmachen. Was ist das? Ah, das ist doch sowas wie diese... Ist das nicht sowas wie Twister irgendso? Hä? Okay. Also irgendein Spiel scheint das zu sein. Was haben wir denn hier unten? Ein paar Schuhe? Und sonst nichts mehr. Oh, eine Taschenlampe! Jawohl, mit F kann man Taschenlampe benutzen. Gut. Jetzt können wir auch die Batterien unten auf jeden Fall mal holen. Mann. Hier gehen aber auch gar nichts. Also... Was haben die sich denn hier für ein Haus gekauft, was so zur Hälfte mit Strom funktioniert und zur anderen Hälfte mit noch so alten Kerzenkronenleuchtern? Was haben wir hier für ein Zimmer? Ah, das Kinderzimmer, stimmt. Wir haben ja Kinder. Oh, wir haben Hamster. Und ein Meerschweinchen. Es können auch ein Meerschweinchen sein. Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen zu können. Dann sind wir wenigstens nicht alleine hier. Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen zu können. Guck mal, wenn wir eine Diskette finden. Also von der Technologie her würde ich auch schon fast sagen, dass das ein bisschen älter ist hier, das Ganze. Also nicht das Spiel, sondern einfach in der Zeit, in dem das Spiel spielen soll. Eine Diskette. Ja, ich glaube kaum, dass der Kleine eine Diskette da hat. Ah, geht die nicht auf? Nee, die geht nicht auf. Oh, was haben wir hier? Ich benötige Streichhölzer, wenn ich das anzünden möchte. Okay. Gut. Haben wir ja auch geguckt. Ich hole mir schnell noch unten die Batterien von meiner Taschenlampe und dann gehen wir da oben mal gucken. Ich muss ein bisschen mal... Leute. Die Schuhe standen da vorher noch nicht. Was soll das heißen? Ist es 12? Damit kann ich das Kabel nicht reparieren. Ja, welches Kabel? Och Mann, wie viel Uhr haben wir es denn? Wieso klingelt draußen die Glocke? Ah, die Uhr funktioniert wahrscheinlich gar nicht. Scheiße. Hier waren die Batterien, ne? Okay. Je nachdem, wahrscheinlich wie viel wir von... Wollen wir mal rausgehen? Nein, die führen zum Arbeitszimmer.
Hier ist aber nichts. Okay. Ich hoffe, dass mein Lüfter von meinem Laptop nicht... Oh, das Wohnzimmer. Dass der nicht zu laut ist. Mann. Ich bin schon wieder so angespannt. Noch mehr Batterien, das ist gut. Können wir nicht den Fernseher... Das ist ein Kamin, ne? Kann man nicht den Fernseher anmachen, dann haben wir ein bisschen Sound. Ich brauche ein Spielmodul, um es zu benutzen. Ah, das ist eine Spielekonsole, okay. Kerzenleuchter. Ich bräuchte noch Feuerzeug, um Lichter anzuschalten. Da haben wir nichts. Mal wieder zu hier. Lass mir die halt offen. Hier ist auch nichts. Und hier ist auch nichts. Okay. Na doch, die Uhr funktioniert. Oh, das geht nach Zeit, habe ich das Gefühl. Die Uhren stimmen ja wirklich. Zeig mal. Ich frage mich, wie viel hier eine Minute ist. Ja gut, okay. Das wird wahrscheinlich relativ gleich sein, die Zeit. Ist hier irgendwas drin? Erstmal ein bisschen alles so erkunden. Was haben wir hier noch mehr? Kerzenleuchter. Hier haben wir nichts mehr. Steckdose. Pakete. Ja gut, die sind ja auch erst eingezogen hier. Ich benötige Streichhölzer, wenn ich stimmt, das anzünden ja möchte. Und hier müssen wir in die Küche kommen wieder, ne? Ja, genau. Hier haben wir schon reingeguckt, gell? Ja, ja. Okay. Streichhölzer. Dann machen wir das mal aus. Das macht es irgendwie nicht besser. Wenn jetzt wenigstens gute Musik am Laufen gewesen wäre. Sind die Schuhe noch da? Wer hat die denn da hingestellt? Okay, wir gehen oben in dem Zimmer jetzt mal gucken. Boah, so eine Ecke finde ich gar nicht schön hier. Mann, ey, mach auch noch weniger Licht. Scheiß Spiel, ey. Noch ein Bad. Okay. Vielleicht finden wir hier ein paar Streichhölzer. Wasser. Seife. Haben die hier Streichhölzer? Auch nicht. Okay. Gut. Okay, hier ist auch nicht viel mehr zu holen. Hey, ich hab immer Angst, wenn die scheiß Tür aufgehen, Mann. Am Ende steht dann da noch irgendjemand. Meine Fresse. Na toll, ein Klavier auch noch. Das Musikzimmer, okay. Ich benötige Streichhölzer. Ja, ich weiß, tut mir leid. Möchte. 1000 Kerzen hier im Haus, aber kein einziges Streichholzpacken liegt hier rum. Okay. Okay. Okay, meine Freunde. Wir sind leider schon bei 20 Minuten angekommen. Ich muss den Part hier an der Stelle beenden. Ich werde aber gerade im Laufe des Abends gerade den nächsten Part jetzt noch aufnehmen. Und ja, ich hoffe, euch hat der erste Teil. Hey, was ist denn los mit mir hier? Also ich hoffe, euch hat der erste Teil gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein bisschen Unterstützung, würde ich mich freuen, indem ihr mir nochmal ein Däumchen nach oben da lässt oder ein schönes Kommentar schreibt, weil das motiviert einfach, ne?
Und ja. Mann, mach doch die Tür zu. Ja, genau. Wie gesagt, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Der wird dann wahrscheinlich einen Tag später kommen. Und bis dahin würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif und habt einen schönen Abend. Ciao.